Nächste Folge, Total War Troy. Das Aufbäumen meiner Fraktion. Knowledge is the weapon I wield. So, wenn die Dinger ausgebaut sind, sollte der auch... Nee, stimmt gar nicht. Ja, 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 ja. Ach, können wir hier gar nicht machen, weil das ein Ding scheiß Hafen hat. Sonst können wir die Goldproduktion noch höher ziehen. I will not give up. So, Hund legt sich wieder unter den Tisch. Was ist das denn? Er hat ja gemerkt, dass ich nur Klöppeleinheiten nehme. Was macht der? Der kommt mit. Moment mal, wo kommen die her? Warum hat deine Armee nur aus schweren Streitwagen? Hätte ich nicht gedacht, dass der mich angreift. Das ist ja auch keine schwache Truppe, die ich habe. Keine Ahnung, ob ich aufgrund meiner Fernkämpfer das gewinne. Und du hast schon wieder gepupst und du stinkst. So, da wird er, glaube ich, auch ja, hier an der Seite lang gehen können. So merken. Der Hund ist bei dir irgendwie eine Zyste geplatzt im Arsch oder was ist da unten los? Entschuldigung. Plänklermodus aus. Verfolgenmodus aus. Guten Abend, Libby. Setzt die erstmal alle hier in den Busch. Die Speerkämpfer müssen später dahin gehen, wo
die Kavallerie hingeht, also beziehungsweise die Streitwagen hingehen. Und ihr seid auch eher so Notfall. Wobei, die können gegen kaum einen der Gegner was ausrichten. Dass sie so dicht beieinander stehen, weil sonst schießen die nämlich Kacke. Ja, die Thresh-Einheit in erster Linie, damit die ihn ansturmen. Junge, die werden vom Ansturm. Die sind vorher schon tot. Also ich weiß, was deine Intention ist. Aber die haben auch ein paar Fernkämpfer. Und bevor der Ansturm in den lakonischen Bergbewohnern, sag ich mal, gegenschlägt, sind die schon tot und fliehen. So, noch irgendjemand vergessen? Da vorne. Die olle Kartoffel. Der Feind bekommt Verstärkung. Guckt alle in die falsche Richtung. Scheint so, als wäre er nicht hinten rumkommen will. Ja, so ein paar schon. Kann ich einen schon mal hier rüber schicken. Kann sich hier zwischenstellen. Aber alle Speerwerfer, die der hier durchschicken will, das überleben die nicht. Meine Steinschleuder nehmen die so schnell auseinander. Auch wenn die ihr Minischild da hochhalten. Ah, guck mal, die stolpern. Habe ich aber gar nicht gesehen, dass sie so eine dramatische Sterbesequenz haben. Die sind ja... Sind wir hier in Italien oder ist das Griechenland? Sieht so aus, wenn die beim Italien Fußballcamp trainiert haben. Elva! Habe ich genau gesehen, das Foul. Alles. Einheiten hat keine Munition mehr.
Eure Krieger wurden in die Flucht geschlagen. Ja, ja, die Billigeinheiten. Leute, wäre es jetzt einfach mal, die Dinger hier platt zu machen. Ihr habt eine Einheit verloren. Und die nächsten Steine. Euer Held wird angegriffen. So, zerstört die letzten Wagen. Wo wollt ihr denn jetzt hin? Das Ziel ist da, es steht genau vor euch. Schickt mir den ganzen Streitwagenresten vorne. Guten Tag, Rowdy. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt eine Chance haben. Aber die haben ja auch Schilde. Ah, okay, die machen schon Schaden. Prevails. Forward!
Awaiting orders. Attack! Massacre them! So, nicht mehr viel Munition da. Eure Krieger verlieren den Mut. Ja, und der erste hat keine Munition mehr. Zieh dich mal zurück. Du hast auch keine mehr. Ja, einfach zu viele. Es kommen ja auch noch immer mehr. Hades hat den feindlichen Helden zu sich geholt. Dann kommen noch mehr leichte Plänkler, weil der hat ja mehr als 40 Truppen auf dem Feld. Deshalb, auch wenn ich welche töte, kommen welche nach. Zurück. Die haben nämlich keine Schilde. Genau, auf die könnte auch weiter feuern. Das sind genau die Kontereinheiten. Also meine hier heroischen Axtkämpfer. Warum gibt es keine Versorgungspunkte für Schützen? Weil eine Schlacht normalerweise nicht so lange dauert. Dass du Munition. Also Munitionsprobleme hast. Aber ja, es wäre ganz schön, wenn man wirklich Schützen wieder auffüllen könnte ein bisschen. Das Problem, dass die in leichten Plänkler noch Munition haben. Ich werde an die nicht rankommen mit meinen Nahkampfeinheiten. Ihr seid die Einzigen mit Munition und natürlich unsere Bogenschützen. Aber die sei dahingestellt, es sind einfach nur Bogenschützen und eh billig. Ich kann natürlich versuchen, den einen oder anderen mit denen zu kriegen. At your command.
Axis! Massaker Van! Genau, massakriert sie aus der zweiten Reihe durch die. Durch die Schilde einfach rennen und den, die Axt in den Kopf. Ach du. Spears! Ready for war! Certainly! Mir ist echt noch nie aufgefallen, wie die Plänkler sich einfach so wegschmeißen, wenn die vom Pfeil getroffen werden oder von dem Stein. Als wenn wir die Steine mit einer Kartoffelkanone schießen und die vor uns stehen. Ganz gut, dass das auch sehr billige Einheiten sind. Da kann ich die sogar mit dem Bogenschützen aufmischen. So, die scheinen jetzt erstmal alle zu fliehen. Da kommen noch welche zurück. Sons of Achaea! Hungry for glory! Strike hard! Destroy the foe! Onward, warrior! Da könnte er mal in den Rücken reinfallen von denen. Axis! Axis! Ja, in etwas feuchter Aussprache. Axis. Entschuldigung. Ich habe keinen Alkohol getrunken, ich schwöre. Das ist ja mal ein Destroy the Phone. Zerstör das Telefon. Wir sind an der öffentlichen Schule. Anscheinend. Und der Lehrer versucht, Gehör zu bekommen. So, jetzt kommen wir mal von hinten. Über das Feld der Leichen. Ich habe nämlich gesehen, es gibt eine Option, eine Einstellung, wo man angeben kann, ob Leichen ausgeblendet werden sollen während der Schlacht. Ich habe natürlich jetzt mal eingestellt, nein. Um diese animalischen Bilder präsentieren zu können. Weil das ist doch das Schönste, ey. Wenn du einfach so eine Frontlinie hast und alles weggeblockt wurde. Ach, wo ist die gute alte Phalanx, ey. Damit konntest du noch alle Einheiten auseinandernehmen, ey, in Total War. Mein Gott, es sind 1 zu 100 im Verhältnis. Egal, ich habe eine Phalanx-Einheit.
Die Schleuderer können mit Leichenteilen schmeißen. Das wäre effizienter. Davon liegen auch genug rum. Aber er kommt auch nicht durch. Also ich warte die hier hinten an, nur darauf, dass ich die jetzt sandwiche gleich. Ready to sandwich. Ja, es sollten genug Steine rumliegen. Phalanx wurde erst später erfunden bzw. entwickelt. Das hier ist ja mehr Bronze, ist doch egal. Es geht doch eher darum, dass Phalanx früher die ultimative Geheimwaffe war. Es geht ja nicht um welche Zeit wir uns gerade bewegen. Aber ich habe in Rome 2 einfach mit einer Phalanx-Einheit gerne 50% der feindlichen Truppen ausgeschaltet. Weil sie zu doof sind, Speer wegzuschlagen. Bei Total War Rome 2 immer noch installiert. Weil ich immer noch daran arbeite, irgendwann mal diese dämliche Kampagne nicht Aufstieg von Rom, sondern ist zum Greifen nah. Da ist was anderes noch dazu gekommen. Aber diese Kampagne, wo du, glaube ich, West oder das West- oder das östliche Römische Reich wieder aufbauen musst, ist einfach mega für den Arsch. In Total War Rome 2 auf höheren Schwierigkeitsgrad. Du wirst einfach so gefickt. Auf der großen Kampagnenkarte. Aurelian, ich müsste wirklich gucken. Ich weiß, ihr habt theoretisch schon gewonnen. Aber lasst nicht zu viele fliehen. Jeden, den ihr heute nicht tötet, wird morgen wiederkommen. Oh nein, wir wollen zu Hause zu unseren Familien. Nix da. Krieg ist halt scheiße. Ich dachte, das hat ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht habe. Aber nach Angaben vom Spiel hätte ich die auch auf jeden Fall verlieren müssen. Ich habe Garnison verloren. Danke fürs Folgen, Mr. Arigold.
Na 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 na. Drückt euch einfach nur oder beschädigt euch gegenseitig auch zwischendurch? Danke. Okay, sterben aber auch immer noch welche. Also ist nicht so, dass gerade das hier keinen Sinn macht. Das werden wirklich zwischendurch mal einzelne wieder getötet. Hier in dem Kuchen. Wenn dann die Truppen mal Lust haben, draufzuhauen. Das ist immer so eine Sache. Weil manchmal behindern sie sich selbst. Ach komm. Der Rest darf ruhig über die Grenze gehen. Wir haben nur 3200 getötet. Nee, stimmt gar nicht. 3300. Und ja, es war ein ziemliches Massaker. Ein Hoch auf die Steinschleuderer. Ja, der Held hat ja auch nicht aktiv mitgekämpft. Hier gab es viel Ruhm und Ehre im Kampf. Die es nicht im Krieg gibt. Aber lassen wir sie in dem Glauben. Hört auf, meine Agenten zu töten oder zu verwunden. Komm, Schatz beanspruchen. Ja, Agent wurde verwundet. Alle, die wir im Kampf getötet haben. Plus 10% Goldproduktion in einer Region, die bereits Gold produziert. Wo stehst du? Finde ich gut, dann bleibst du mich einfach direkt hier stehen. Obwohl 10%... bei der erschöpften Mine sind das 2 Gold. Okay, 2 Gold haben oder nicht, ich weiß. Jetzt ist mein Hund wieder aus dem Raum rausgegangen. Weil ich dem zu laut bin. Weiter versuchen, den Einfluss zu erhöhen. So, jetzt müsste ich hier aber auch die berühmten gepanzerten Schleuderer bauen können. Und dann mache ich die Armee nämlich auch fertig. Ich habe wirklich keine einzige Einheit verloren. Bei Menelaus.
Menelaos. Schalte die Rekrutierung von Spaten frei. Ich weiß, es steht Spaten. Und nicht dem Spaten. Trotzdem darf ich Spaß haben. Spaten sind spezielle Agenten, oder? Ne, das sind nämlich hier die Satyr. Das müsste Gorgone. Und das sind Seher. Also sind das Einheiten. Ah, da. Da sind die Spaten. Stürmer unerschütterlich. Wenig Gold. I would like to hear what King Menelaus is offering. Nix. Ich will nur dein Gold. Duty first. Ach, man kann nur einen Spaten rekrutieren. Hat er mich ausgenommen oder habe ich ihn ausgenommen? Also ich zahle ja an meine Verbündeten fair. Also 5000 Bronze muss man ja auch erstmal wieder verdienen. Ihr seid wieder alle verwundet. In einer Runde bist du ja da, außer Botton. Botton ist ja auch 27er Agent. Der hält ein bisschen was aus. Möchte alles nicht ausbauen. Das ist Stein, brauche ich auch nicht. Das Gold dafür nicht ausgeben. So, mal gucken, wie viel kommt. Gold ist auch selten, das ist schon richtig. Sie haben den Nicht-Angriffspakt mit mir beendet. Wahrscheinlich, weil sie gerade sterben. Sie haben nämlich nur noch eine Region. Was ist das für ein Tausch? Wenn die KI was tauschen will, sind die eh immer ein bisschen Bananen in der Birne. Das meiste sind ganz schlechte Angebote. Wo du im Gegenangebot schon siehst, dass das ein Ungleichgewicht ist. Mein Mikro kratzt manchmal. Das ist nur auf dem Streaming-PC. Das kann schon mal passieren. Warte. Jetzt könnte das besser sein. Oder noch schlechter. Ich mach den Gegentest. Jetzt habe ich gerade nichts gehört.
Scheint aber jetzt nicht mehr zu sein. Also falls es kurz war. Es kann nämlich mal sein, dass wenn der Rechner ausgelastet ist, dass der ASIO-Treiber so ein kleines Problem hat. Aber nur auf dem Haupt-PC, wo ich spiele. Auf dem Neben-PC habe ich das nie. Wo ich die die Aufnahme mache. Das kann manchmal beim Tappen auf den Desktop und zurück passieren. Das hat was mit dem Windows zu tun. Weil Windows versucht immer Priorität der Software zu geben, die gerade gespielt wird zum Beispiel. Danke an den Windows Play Mode, der total unsinnig ist, weil du nur 2-3% mehr Leistung rauskriegst. The disaffected will be happy to listen. Do not concern yourself with my methods. They'll be too weak to fight. Und der ASIO-Treiber saugt halt auch ein bisschen. Und Windows sagt dann nämlich, dem Spiel geben wir ein bisschen mehr. Und dadurch kommt das zustande. Ach, die hat den Agenten umgenietet. Was willst du machen, hä? Was willst du da machen? Oh, da sind gar keine berühmten Kämpfer drin, sondern nur die normalen. Aber weil es da vorne mal eine Goldmine ist, schicke ich mal sofort eine Armee runter. Menelaus of the Loud Warcry. I'll have to refuse. I cannot do that. Always steadfast. They speak to the gods on your behalf. Angeblich Stärke 50-50. Der verliert halt auch im Norden gegen meinen anderen Verbündeten. Und da wird das Problem sein. Ich denke nämlich, der wird irgendwann Troja einnehmen. Und ich muss ja Troja einnehmen. Nein, Ares! Warum hast du mich? Ändern wir jetzt wieder. Plus 25% Aristie. Das sind übrigens diese Punkte, die man für die Spezialfähigkeiten einsetzt. Man bemerkt ja, wie häufig ich die benutze. Die. Also sehr selten. Weil die Helden einfach nicht wie in Three Kingdoms so reinhauen. Ich habe einfach nicht das Gefühl, dass meine Schlacht aufgrund des Einsatzes des Heldens zum Guten gewendet wird. Undermining in silence. A little poison goes a long way. That is not possible. 14, 34, 45 Truppen, 47 Truppen. Wisdom, wit, they will. Reduced to guesswork. For glory. I will. Massacre them. Das war mir irgendwie so klar. Das will ich jetzt aber nicht machen, weil das hat jetzt nur gemacht, wenn es eine Automatikberechnung gewesen wäre, die ich mal eben so durchziehen könnte.
So, dich mal eben rekrutieren. War is my business. Und welches Business ist... Ist... Ach, ist auch egal. Würde ich noch einen berühmten Gepanzerten nehmen. Noch zwei von den Kloppern. Dann wird die Armee fertig nach drei Runden. So, huldige mal Ares, damit er wieder in der Gunst auf der richtigen Höhe steht zu uns. Ah ne, hier war Ares. Du bleibst eh erstmal stehen. Eigentlich so dämliche Gebete. Es ist witzig, dass du von jeder Ressource mega viel hast. Und ich habe ja gar nicht mega viel von jeder Ressource. So. Aber jetzt wurde gespeichert von dem Spiel. Und jetzt würde ich nämlich den Break machen, mal eben. Ich denke mal, das ist leicht zu schaffen. Auch wenn er mir sagt, das ist sehr variabel hier. Wir haben genug Verteidigungstruppen, um hier gegenzudrücken.